Einen wunderschönen guten Morgen. Also bei uns ist es jetzt zur Aufzeichnung morgens oder gleich Mittag. Und wir haben, die Julia hat vor ein paar Tagen mich angeschrieben. Julia ist in einer der Mentorings, auch der Volker in einer der Mentorings, in der Begleitung schon eine ganze Weile. Und die Julia hat mich angeschrieben vor ein paar Tagen und hat gesagt, Miriam, der Heilige Geist, Gott Vater hat mir gesagt, ich soll Zeugnis geben. Und ich möchte das gerne mit dir zusammen machen, ein Video aufzeichnen. Und jetzt sind wir in der Zeit dahin gekommen, dass das Volker ist ihr Mann. Wir haben ein wunderbares Kind, die Rosa, die vielleicht auch ab und zu sehen ist, was ganz wunderbar, sie ist nämlich dabei. Und es geht wirklich darum, Zeugnis zu geben. Wie seid ihr zu Jesus gekommen? Wie ist das Leben mit Jesus? Und vor allen Dingen geht es ja auch immer darum zu sehen, hey, das Leben ist ja mit Herausforderungen, durch Herausforderungen geprägt. Und wir werden gerade von Gott ja gebraucht, Dinge zu tun, die diese Welt oft nicht tut. Und ihr habt eine ganz, ganz wunderbare, ich würde mal sagen, Geschichte, Lebensgeschichte, wie ihr zu Jesus gekommen seid, was passiert ist, welche schlimmen Situationen im Prinzip ja von Gott genutzt wurden, um euch noch näher zu ihm zu bringen, tiefer in den Glauben und den Heiligen Geist viel stärker durch euch wirken zu lassen. Und ja, und jetzt will ich gar nicht noch mehr erzählen, sondern wie ihr das erzählt, das ist so ergreifend und danke, dass ihr das macht und auch andere Menschen teilhaben lasst. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen bei Ja, dir. danke. Ja, und danke, dass du Teil deines Lebens ja geworden bist. Wir sind ja schon sehr, sehr lange verbunden. Und ja, alles in meinem Leben. Also ich habe ja vor vielen Jahren meinen Mann verloren und jetzt sitze ich trotzdem mit kleiner Familie wieder hier bei dir. Und das haben wir gemeinsam ja auch geschafft durch den Heiligen Geist. Ja. Tatsächlich ja schon immer in meinem Leben war, also bei jedem Mensch natürlich, aber also ich spüre das jetzt so sehr, dass der auch mich schon immer tatsächlich zu anderen Gedanken geführt hat, was vielen Menschen aufgestoßen ist und mir das Leben sehr schwer gemacht hat. Und ich mich immer falsch, klein, dumm, nicht gut genug für diese Welt gefühlt habe und tatsächlich sehr gelitten habe, mein Leben lang, unter diesen Vorwürfen, aber die natürlich auch im Nachhinein ein Geschenk sind, weil ich da diesen Weg gegangen bin. Mir einfach immer gesagt habe, ich muss da durch. Und das ist eben mein Thema, immer da durchzugehen. Und das ist in dieser Zeit, in der wir gerade leben, sehr, sehr wichtig. Nicht wegzuschauen, sondern durchzugehen. Und so ist das dann auch passiert, dass ich Gott gefühlt habe, sein Licht gesehen habe und er auch zu mir wahre Worte gesprochen hat. Ich möchte aber jetzt kurz erstmal dahin führen. Und zwar war das nämlich so, dass, ja, wie fange ich jetzt an? Aber es war eine schwere Zeit. Meine Tochter ist durch Corona bedingt nicht zur Schule gegangen. Ich habe gesagt, dass ich diesen Umständen, die sie da ausgesetzt war, wollte ich nicht, dass sie ja zur Schule geht. Also schon allein die Maske und diese Testungen, ich wollte das einfach nicht, beziehungsweise meine Tochter wollte das auch nicht. Sie hat ganz klar zu mir gesagt, Mama, ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, du bist ja sowieso schon ein Jahr zu Hause gewesen. Und der Staat hat ja gesagt, man kann nicht zur Schule gehen, also bleibst du weiter zu Hause. Und das wurde auch lange, lange, lange geduldet vom Staat. Und irgendwann hieß es dann, ja, Jugendamt muss mal zu uns kommen, ne? Immer Gespräche. Wir haben es auch wieder nochmal geduldet und auch versucht zu verstehen und gesagt, ja, okay, wir reden nochmal. Und dann kam aber leider der Zeitpunkt, wo sie uns nur noch vor der Haustür bedrängt haben. Für uns war es eine Bedrängnis, weil sie uns zu Gesprächen drängen wollten und sowieso auf unser Wort nicht gehört haben. Und dann waren sie eines Tages vor der Tür mit Polizei und kamen rein und ja, haben mir meine damals noch eine Tochter, also die Rosa war da noch nicht geboren, weggenommen. Also mein Mann und mir. Und da war die Clara auf einmal weg. Und das Schlimmste für mich war, dass ich nicht wusste, wo. Ich konnte nicht rausfinden. Die haben gesagt, das dürfen wir ihnen nicht sagen, weil sonst fahren sie ja hin und holen sie. Ja, das ist logisch auch. Aber ja, so war das dann. Rosa, willst du mal zum Papa gehen?
Oder müssen wir was hingucken? Und, schau mal, da ist die Miriam. Ja, und dann waren wir eben in der Wohnung und die große Clara war weg. Und das war der schlimmste Moment. Und tatsächlich ging es aber noch schlimmer, obwohl es hört sich jetzt erstmal gut an, weil da kam ein Anruf von einer Frau, die hat sich vorgestellt mit Namen, mit Einrichtung, mit Telefonnummer, die wurde mir angezeigt. Und da habe ich zu Volker gesagt, jetzt wissen wir, wo sie ist. Und haben erstmal tatsächlich auch gefreut, es zu wissen. Aber dann in der Nacht bin ich wach geworden und ich hatte solche Beklemmungen im Herzen. Ich dachte, wenn ich doch jetzt weiß, wo sie ist, dann habe ich doch als Mutter jetzt sofort dahin zu fahren und sie rauszuholen. Ich halte es nicht mehr aus, eine Sekunde von meiner Tochter getrennt zu sein, auf diese Weise. Genau, und dann kam der Moment, wo ich wusste, wo sie ist. Und da habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Und mein Mann hat mich dann nachts eben beruhigt und mir beigestanden und gesagt, so, wir schlafen erst noch mal drüber und schauen dann morgen, wie es weitergeht. Und hat mich dann beruhigt und aufgefangen in dem Moment, weil ich war am Boden zerstört. Ich war so hilflos. Ich habe nicht mehr gewusst, noch ein, noch aus. Ich habe nicht ausgehalten ohne meine Tochter. Sie war mein Ein und Alles mein Leben lang. Weil sie so auch ein Geschenk Gottes ja ist und war auch nochmal durch die Geschichte von meinem ersten Mann, der ja gestorben war, war sie so eine Hinterlassenschaft, wenn man das so nennen will. Es war, ja, ich weiß, es war auch eine Götze für mich, aber sie war und ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Und das war so ein großer Schmerz in dem Moment. So riesig. Ja, und dann kam eben es aber so, dass diese Frau mir das gesagt hat und ja, und dann war es erstmal ein Geschenk. Ach, Entschuldigung, ich bin gerade so durcheinander. Alles Gute, ja, ganz in Ruhe. Ja, und dann bin ich eben eingeschlafen und mitten in der Nacht bin ich dann nicht aufgewacht, sondern mir im Schlaf ist mir Gott erschienen. Es ist ein Licht gewesen, so eindeutig. Es war so hell bei mir und ich war so berührt, so tief berührt. Und es war auch gar nicht gefühlt, gar nicht lang, sondern es war ein Moment, der da war und dann dachte Gott zu mir, du kannst es nicht alleine schaffen. Du kannst es nur mit mir schaffen. Und da war so eine Heilung für mich drin. In dem Moment habe ich Gott wahrhaftig angenommen. Wir waren ja schon vorher ein bisschen auf dem Weg, Miriam, ne, mit dir auch und so, und auf das ganze Thema also einzulassen, weil Gott, ja, habe ich tatsächlich durch den Thema mit meinem Mann, durch den Tod, total ausgegrenzt, total ausgeschlossen, weil Tod ist ja Sünde und das passt ja nicht. Also wenn du an den Tod glaubst, kannst du nicht zu Gott finden. Das geht einfach nicht. Nicht die wahrhaftige Essenz von Gott in dich aufnehmen. Und das war der Schlüsselmoment für mich in dieser Nacht, wo ich bereit war, wirklich Gott in mein Leben zu lassen. Und daher war dieses schreckliche Erlebnis für mich, für meine Tochter, auch ein Riesengeschenk. Im Nachhinein vor allem. Vor allem meine Tochter hat auch in den 2 Wochen, die sie dann tatsächlich weg war, aber wir haben auch viel Kontakt gehabt, sie gesehen und natürlich auch telefoniert, hat sie hinterher zu mir gesagt, Mama, ich wusste, dass es gut geht. Ich wusste, dass ich wieder nach Hause komme, weil sie dieses Vertrauen von Gott in sich getragen hat. Und das war einfach unbeschreiblich, dass ich gefühlt habe, dass sie diese Sicherheit in mich trägt. Und ja, und das tut sie heute noch. Ja, Gott hat es für euch, und das sind ja auch Dinge, die ich immer wieder erlebt habe, seit meiner Bekehrung, seit meiner Begegnung, die ich ja wirklich mit Jesus, in Jesus hatte, erlebt habe, dass der Heilige Geist immer wieder gesagt hat, glaube nur und ich bin bei euch und ich bin bei dir. Und das sind so Dinge, die ich ja auch vorher immer schon gesagt habe. Ich glaube, dass es auch für dich oder für euch genau diesen Moment gebraucht hat, weil das ist ja das, was er macht. Er verwendet unsere Leben und und das, was wir sind, als Zeugnis, eben für andere. Und das ist so schön. Auf der einen Seite, wenn wir drinstecken, wollen wir es natürlich irgendwie nicht haben. Und das ist der Moment, wenn wir zu Gott rufen.
Ja, und wenn unsere Seele nach ihm ruft und nach ihm schreit, dann kann er tun, was er eben tun will, nämlich das Licht für uns sein in der Dunkelheit. Gott ist ja das Licht in der Dunkelheit. Es ist ja, ne, wenn es hell um uns ist, dann sehen wir das Licht. Ja, meinetwegen vielleicht gar nicht. Oder wir suchen es nicht, weil es ist alles in Ordnung. Aber in diesem Chaos kann er endlich Ordnung schaffen. Das, was wir nicht tun können. Das, was er zu dir gesagt hat, du schaffst es nicht alleine. Und das ist ein wunderbares Zeugnis, auch eine wunderbare Offenbarung, die er dir gegeben hat. Und so hat sich ja euer Leben seit diesem Moment wirklich verändert. Verändert euer gemeinsames Leben. Vielleicht lassen wir Volker auch noch kurz berichten, dass wir nicht zu weit voranschreiten, weil Volker hat ja ein bisschen einen anderen Weg zu Jesus und wirklich in den Glauben. Und es ist recht interessant, wie sich's trotzdem vereint. Also wie ihr beide das auch wirklich Hand in Hand super ja, in eurer Gemeinschaft als Mann und Frau einfach geht, diesen Weg, ja. Also ganz kurz fange ich aber trotzdem mal an mit meinem Leben. Also ich hatte eine Ja. sehr schwere Kindheit unter meinem Vater, sehr tyrannischer Vater, sehr diktatorisch. Also alles, was man sich vorstellen kann, was zu Unterdrückung führt, zu einem jeden Tag einzureden, dass man nichts wert ist, dass man nichts kann. Einen zu Hause einzuschließen, also alle diese Sachen habe ich mit meinem Vater erlebt. Und nach 19, also als ich 19 Jahre alt war, sind wir auch geflohen von zu Hause, weil mein Vater so ein Tyrann war, der war auch leicht gewalttätig, dass meine Mutter wirklich gesagt hat, wir hauen jetzt ab, wenn der Vater nicht da ist. Und wir haben dann einen Wagen gemietet und sind wirklich geflohen und hatten auch sehr große Angst vor ihm. Und aber ab dem Tag ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir uns von ihm getrennt haben und ich dann auch mein, so gesehen, ein freieres Leben führen konnte, weil meine Mutter wirklich eigentlich ein liebevollerer Mensch ist, aber natürlich auch sich Dinge ganz anders herausgestellt haben, als ich älter wurde, wie ich über meine Mutter gedacht habe. Nichtsdestotrotz hat mich das natürlich sehr stark in die Rebellion geführt. Diese Unterdrückung hat mich dann geführt, natürlich dann absolut aufzubegehren, natürlich dann auch in dem Sinne gegen Gott, wie ich jetzt mittlerweile weiß, ein Leben eben geführt, absolut, wie man sich das vorstellen kann, absolut klischeehaft, im Rock'n'Roll, mit Drogen, mit allem drum und dran. Aber natürlich trotzdem auch irgendwo moralische Vorstellungen in meinem Leben, die schon immer da waren. Also wie zum Beispiel eine Partnerschaft zu Beginn mit einer Frau war für mich immer von der Intention begleitet, mit der möchte ich ein Leben lang zusammenbleiben. Also nicht dieses, das ist nur einfach so, sondern ich habe jede Partnerschaft immer sehr ernst begonnen, und auch Menschen gegenüber moralisch aufzutreten und denen nicht weh zu tun. Natürlich habe ich Menschen wehgetan. Und gottlos, wenn man gottlos ist, kann man gar nicht gut sein in dem Sinne, wie Gott es versteht. Aber trotzdem hatte ich schon diese Vorstellung, und ich weiß jetzt im Nachhinein, dass Gott mich auch beschützt hat, weil ich hatte so viele Sachen in meinem Leben, wo ich heute weiß, dass Satan, der Widersacher, versucht hat, mein Leben auszulöschen. Schon als Baby hatte ich eine Operation an meinem Körper, hier auf der rechten Seite ist eine Narbe. Die fast wirklich, also ich will jetzt nicht anmaßen klingen, aber die, wie Julia immer sagt, meine Frau, die der Jesus Christus ähnelt, wo mit der Lanze reingestochen wurde. Keiner weiß bis heute, warum diese Operation durchgeführt wurde. Meine Mutter nicht. Jeder Arzt, der mich danach untersucht hat, war entsetzt darüber, wie eine Wunde so lange aufbleiben kann. Die hat sich erst nach 10 Jahren komplett verschlossen. Ich wollte immer Fußballtorwart werden, konnte ich aber nicht, weil ein Torwart wirft sich ja hin. Und ich durfte mich nicht auf eine Seite werfen, weil da drohte aufzuplatzen. Nach der Zeit verheilte die Wunde dann langsam. Ja, und ich führte eben dann bis 1996 dann nur wirklich ein sehr chaotisches Leben, bis ich meine erste Frau Miriam kennenlernte und wir dann ein sehr sesshaftes Leben eben führten. Ich trotzdem auch noch Drogen genommen habe und weiterhin Musik gemacht habe und so. Aber dann wurde 2004 unsere Tochter geboren, Nele, aber auch unter traumatischen Verhältnissen, eben im Krankenhaus, unter Stress mit Kaiserschnitt.
Und durch dieses traumatische Erlebnis, wie ich jetzt auch im Nachhinein weiß, wurde auch unsere Ehe zerstört, weil meine Frau in eine schwere Depression gekommen ist, keine Nähe zu dem Kind aufbauen konnte, das nicht stillen konnte. Ich konnte auch durch mein altes Leben mit meinem Vater irgendwie meiner Tochter kein wirklich guter Vater sein. Ich habe mein Bestes gegeben. Erstmal bis zu dem Punkt haben wir eigentlich trotzdem, sage ich mal, ein schönes Familienleben gehabt. Das ging auch 25 Jahre. Aber die Beziehung zu meiner Frau, die drohte dann zu zerbrechen. Meine Tochter wusste auch darüber Bescheid. Mit der habe ich über alles kommuniziert. Also wir hatten ein sehr offenes Verhältnis und trotzdem war dann die Trennung ein großer Schock für alle. Und das war natürlich dann, wir schreiten jetzt natürlich ganz schnell voran in meiner Geschichte. Wir sind jetzt dann im Jahre 2020, wo Corona dann über die Welt kam und natürlich viele Menschen entzweit hat, Freunde, Familie und sowas in unserer Familie auch. Das führte letztendlich zur Trennung im Jahre 2021, wo ich mich dann wirklich dafür entschieden habe, mich aus diesem Leben ja zu verabschieden und lernte dann ja Julia kennen. Auch irgendwie, Gott hat uns dann irgendwie zusammengebracht, wie wir im Nachhinein wissen, weil keiner von uns hat nach einem Partner gesucht, aber wir haben uns dann gefunden und waren auf Feuer und Flamme füreinander und hatten auch waren sehr kritische Menschen, wie wir aufs Leben gucken, drehten jeden Stein rum, prüften alles. Und da war ich aber noch lange nicht bei Jesus. Ja, also ich war mein Leben lang Atheist, nochmal zu betonen, vor allen Dingen der Kirche gegenüber. Ich habe gar nicht eigentlich jetzt im Nachhinein immer so diese Rebellion gegenüber Gott in mir gespürt, sondern der Kirche gegenüber, diesem falschen Konstrukt, dieser Fassade, die Jesus darstellen sollte, aber ihn gar nicht darstellen wollte auch, sondern mit religiösen Regeln eigentlich einen Jesus vermiesen wollten, habe ich dann über den spirituellen Weg, obwohl ich nie Teil irgendwie richtig der Spiritualität war, ich war auch ein sehr geistiger Mensch oder hatte Bezug zur Geisterwelt, sage ich mal so. Das kann man jetzt einfach mal stehen lassen, ne? Mit schwarzer und weißer Magie. Und durch Julia kam ich dann zur spirituellen Welt, fand die auch interessant mit dieser Selbstheilung und Selbstliebe. Aber irgendwie habe ich immer gemerkt, da gibt es keine Heilsgewissenheit, da gibt es keine endgültige Lösung, so dieses Versprechen, sondern immer taten sich neue Dinge dieser spirituellen Lehre auf. Oh, da gibt es was Neues. Oh ja, da könntest du so. Und ja, durch dich, Mirjam, durch die wir geleitet wurden, habe ich heute auch dieses wunderbare Gefühl, dass wir diesen Weg gehen mussten, dass man sich auch gar nicht dafür schämen muss und dass du eben auch gerade durch, finde ich, wirklich durch deinen Verdienst, weil wir sind ja gefolgt, auch weil wir dir vertraut haben. Wir haben dir vertraut irgendwo und später erst gemerkt, dass wir dann auch dem Heiligen Geist vertraut haben, weil du hast diese Wege geöffnet, die einfach, glaube ich, sich logisch ergeben mussten, wenn man als Mensch die Schleier durchschaut, dieses weltlichen Geschehens. Und dann kamen wir wirklich, ja, zu Jesus Christus. Genau. Alles tat sich nacheinander auf im Spirituellen. Es ging immer weiter mit der, wie heißt das noch, Fibonacci oder genau, dieses, was sich all geöffnet hat und dass man gesehen hat, dass diese Welt absolut eine Illusion ist. Und als wenn sich ein Schleier nach dem anderen öffnete und öffnete, wie bei einer Blume, die ihre Blätter öffnet, offenbarte sich in der Mitte genau dann diese Blüte namens Jesus Christus, die für mich dann ganz klar der Sinn des Lebens darstellt und dieses, ja, für mich einfach dieses Wow-Erlebnis so ungefähr so, du bist angekommen, du bist den ganzen Weg gegangen, du bist angekommen und wusstest, dass dich auch Jesus dein ganzes Leben lang beschützt hast und dass du Atheist gewesen bist, dass Christus dich auf diesen Weg gelassen hat, also mein Weg war, Atheist zu sein, damit ich diese Glaubenssätze der Kirche nicht in mich aufnehme. Denn wenn ich heute mit vielen Christen spreche, merke ich, dass die seit ihrer Geburt dann vielleicht in der Gemeinde aufgewachsen sind, der Großvater und die Großmutter auch Christen waren, aber die nicht an den lebendigen
Gott geglaubt haben und schon gar nicht an den Heiligen Geist als Leiter und Lehrer. Und wenn ich mich dann mit Christen unterhalte, ist dann dieses fast Ungläubige, dieses so, diesen Kopf zu schütteln. Ja, hat geklopft mir. Ja. Ja, genau, im Nachhinein dann zu erzählen, war das für mich dann so, dieses, ich wusste ja nie viel über Jesus. Also ich habe auch den Konfirmandenunterricht natürlich gemacht. Man kannte natürlich noch viel aus der Bibel. Man lernt ja im Konfirmandenunterricht sehr viel Bibel. Und da sind mir ja dann auch immer so Sachen wie Psalm 23 oder Vater unser, kann ja auch fast jeder ja. Mensch, sage ich jetzt mal so. Und die mich dann jetzt im Nachhinein nochmal sehr stark berühren, weil die mir auch hängen geblieben sind. Und die sind mir auch immer im Kopf rumgeschwirrt, mein ganzes Leben lang. Wobei ich allerdings sagen muss, so im Nachhinein war dieses, da passierte nichts damals als Kind. Da passierte nichts. Da dachte ich mir, ja, die beten halt zu Jesus, was sollte, was hast du denn da vorne im Endeffekt? Und jetzt, wo ich zu Jesus gekommen bin und sich dieser Effekt wirklich so, dieses jetzt begreifst du, jetzt, ja, das ist real. Jesus ist realer als jeder Tisch, jeder Stuhl im Raum. Jesus ist die Kraft, die durch die alles geschieht. Ohne Jesus geschieht gar nichts. Und jeder Mensch, der sich im Weltlichen hier abstrampelt, in diesem Hamsterrad des Widersachers, sage ich mal, der strampelt sich umsonst ab, weil ohne Jesus hast du keinen Gewinn für dein Leben. Du kannst niemals gewinnen ohne Jesus Christus, unseren Erlöser. Ja. Und dieses, Halleluja. 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 Ja. Und dieses Bewusste zu verstehen, welche Liebe in dem vollbrachten Werk steht, weil ich da erstmal auch wirklich mich reinbegeben musste, ist so ergreifend, dass man eigentlich fast jedes Mal weinen kann, voller Ergriffenheit, weil viele denken auch, darüber habe ich mich gestern auch mit meinem Pastor überhaupt unterhalten, dass viele ja sagen, so ungefähr, Jesus Christus am Kreuz gestorben, was für ein Verlierer. Die verstehen nicht, dass das Gottes Plan ist, dass die Bibel der Heilsplan der Menschen ist, in dem Gott offenbart seine Vorbereitung im Alten Testament und eben der Vollzug durch Jesus Christus im Neuen Testament. Und dieses Leid, was er erfahren hat und wodurch er für uns gestorben ist und damit alles gefühlt hat, was jeder Mensch in seinem Leben fühlen kann, macht ihn für uns so erfahrbar. Nämlich indem wir genauso sind wie er, da er am Kreuz gestorben ist als Mensch, weil er einfach nicht dieser Gott war, der dann am Kreuz gestorben ist, sondern er war Jesus Christus, der Mensch. Und diese Auferstehung durch Gott als Mensch dann aufzuerstehen durch den Heiligen Geist, das macht das so besonders, dieses zu bezeugen, dass Jesus, der wahrhaftig im Fleisch gewordene Sohn Gottes, für uns da ist. Ja, genau. Das ist für mich die Lehre, die ich auch tief im Herzen jetzt verankert habe. Ohne, nochmal dabei zu sagen, ohne dieses eben große Erscheinungserlebnis oder wie anderen schlimmen Unfall gehabt zu haben, dafür hatte jemand am Anfang meines Lebens eine große Drangsal, die mich jetzt dahin geführt habe. Und ich merke eben, ich möchte gern Gottes Wort sprechen. Bei Julia ist es eben mehr so diese Seelsorge, die ich auch machen möchte und mit Menschen sprechen. Aber ich spüre eben, wenn ich über Gottes Wort spreche, wie gerade hier oder auch gestern mit dem Pastor oder so, dann geht mir das Herz auf. Und die Leute spüren auch, wie ich dann brenne. Weil der Pastor auch gestern so gesagt hat, hat mich eben auch sehr gefreut. Ich will mich niemals mit was rühmen, weil alles, was ich tue, soll für Jesus sein und durch den Heiligen Geist, weil ich den dann auch im Herzen absolut spüre. Aber dieses Wort Gottes zu gibt in mir so ein richtiges Feuer, so dieses, ich bin gerade erst ein halbes Jahr wirklich voll dabei. Wir sind seit einem Jahr auf dem Weg, aber seit einem halben Jahr brenne ich richtig für Christus. Und der Pastor sagte auch so, wow, boah, sowas habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, habe ich gesagt, so habe ich es gelernt. Geht nicht darum, jemand zu sagen, du machst das schlechter oder besser, aber das ist, was ich fühle, wenn ich an Jesus Christus denke. Ja. Das heißt, hast du es gelernt.
Genau, vom Heiligen Geist habe ich es gelernt. Dieses Lebendige, dieses, wir sind, Jesus sagt, wenn in der Bibel steht, Jesus sagt, sorget euch nicht, dann weiß ich, dass ich geheilt bin, dass ich versorgt bin, dass ich beschützt bin und dass ich natürlich auch als Christ meine Zweifel habe. Denn der Glaube zu wachsen an Christus und dann auch diese Zweifel wieder zu haben, die mich dann aber wieder wachsen lassen, weil ich schwere Dinge überwinde. So wie Jesus eben sagt, du kannst nur das Böse überwinden mit dem Guten. Eben diese gute Tat. Wenn mir kommt gerade immer so, was mir noch schwer gefallen ist, ist jemand, der mir, also jemand, der mir was Gutes tut, ist ja leicht, dem auch was Gutes zu tun. Aber jemand, der mir nichts Gutes tut, auch was Gutes zu tun, wie ich würde dem jetzt einfach anbieten, ja, du hast mir nur Ohrfeige gegeben, aber weißt du was, ich wasche dir trotzdem deine Füße. Genau. So als das mal als so Gleichnis von Jesus Christus zu bringen. Das berührt mich dann immer mehr, weil ich merke, wenn ich einem Menschen, der mir schlecht gesonnen ist, oder die Dämonen, die in ihm wohnen, die zu binden und ihn dann frei zu machen davon, ist das eine größere Tat, als wenn ich einem Menschen, der wirklich ein gutes Herz hat und mir gut gegenüber ist, ist das für mich eigentlich nicht so ein Aha-Erlebnis im Herzen. Genauso, wenn man die Gleichgesinnten einlädt zum Abendessen, weißt du, wovon ich spreche, sondern die Leute, die mir das nicht immer so vergelten können, wie Arme von der Straße, als wenn ich meine Freunde einladen würde, sind die größten Erlebnisse der Nächstenliebe in Christus, die wir auch erleben können und erfahrbar machen. Und darüber hinaus, dass Jesus eben lebendig ist und bei uns ist und wir dadurch erfahren, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Welche große Erkenntnis, ja, und vor allen Dingen jetzt nochmal groß herausgesagt, welche frohe Botschaft das ist und nicht zu sagen, diese Trauer, die dann entsteht, weil Jesus für uns gestorben ist, sondern nein, das Neue Testament ist die froheste Botschaft, die ein Mensch erfahren kann, wenn man ihm die erzählt oder die wir erfahren haben für uns, um jetzt dieses Leben in unserer Familie zu leben und ein Vorbild zu sein für andere Menschen, denen zu zeigen, so ist ein Leben mit Jesus Christus, ja. Ja, und wir gehen ganz kurz, der Heilige Geist hat mir gerade nochmal gezeigt, lass uns gleich ganz kurz nochmal ans Kreuz zu Jesus zurückgehen, was Ja. da wirklich passiert ist. Und die Menschen schauen Nachrichten, das kam mir gerade so, das war gerade so eine Eingebung, die Menschen schauen Nachrichten, sie schauen auf ihr Handy, Telegram, WhatsApp, Facebook, Social Media, welche Dinge auch immer, und googeln danach, was geschieht in dieser Welt? Wo ist das Licht? Ja, also sie suchen das Licht. Und das ist so dieses, hey, die frohe Botschaft, die Bibel hat es uns gesagt, Jesus war da und der hat uns schon lange gebracht, wonach die ganze Menschheit eigentlich sucht. Eine bedürftige Welt, die hungrig und durstig ist, aber Jesus ist genau der Einzige, weil du hast dann nichts kann geschehen ohne Jesus, sondern er ist das, wo das alles Gute kommt von oben, ne? Alles Gute kommt von oben. Und dieses, ja, Jesus, du hast es vollbracht. Also es ist nicht mehr, wir müssen nicht mehr suchen, wir haben in ihm alles. Und doch suchen die Menschen so sehr, weil eben diese Welt eins tut. Sie will immer alles tun, um das vollbrachte Werk in seiner Gänze, auch in seiner Schöpferkraft für uns. Was hat es für uns getan? Du sagtest, die Menschen sehen Jesus als Verlierer, weil er gelitten hat, weil er am Kreuz gestorben ist. Ja, also sie sehen ihn sozusagen nicht als den Sieger in dem Ganzen. Aber warum Jesus das getan hat, war ja, er hat ja stellvertretend für uns alle, die wir im Sündenfall gebunden waren oder sind, für diejenigen, die Jesus noch nicht angenommen haben, im Sündenfall gebunden, in dieser Welt gebunden, hat er ja alles auf sich genommen, alle Sünde, jeden Fluch, wirklich alles, und hat das von uns genommen, indem er am Kreuz gestorben ist, aber er ist ja auferstanden. Weil was ist das für ein größerer Sieg? Ich sage mal, welche tote Religion, welche Lehre kann uns das geben, nämlich die Auferstehung, das ewige Leben, was wir in Jesus Christus haben, was wir in ihm haben, das Leben. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Und das ist das, was man versteht, was wir durch den Heiligen Geist nur verstehen können. Nur durch den Heiligen Geist. Wenn wir bereit sind, ihn aufzunehmen, uns berühren lassen vom Heiligen Geist, dann haben wir erstmal wieder einen freien Willen. Vorher sind wir eben, wie du gerade gesagt hast, gebunden durch diese dämonischen, weltlichen Kräfte. Aber wenn man eine Chance hat,
den Heiligen Geist wirklich mal in sich zu hören. Und ich habe immer schon gesagt, wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit sind, kommen wir an Jesus nicht vorbei. Wir kommen nicht vorbei. Wer sucht, der findet. Das ist eine Verheißung, die wir von Gott gegeben haben. Wer sucht, der findet. Der Klopfer, dem wird aufgetan. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, und dann möchte ich gerne eine Lanze brechen für all die, weil ich war ja selbst jahrelang gefangen in dieser, im Spiritismus, in diesen Dingen. Ich war jahrelang dahin gefangen, ich war gefangen, ich habe nur Wüstenerfahrungen gemacht, und wie du vorhin so schön gesagt hast, ich musste so schmunzeln, es geht immer wieder was Neues auf. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich habe so viel gelernt, so viel Neues, dass ich verwirrt bin. Ich war wirklich verwirrt. Ich habe so viel verstoffwechselt, so viel in mir gehabt, dass ich erstmal was loswerden musste. Und Jesus hat gesagt, vergiss alles, was du gelernt hast. Ich hatte ja diese Begegnung mit ihm, diese Offenbarung. Er hat zu mir gesagt, vergiss alles, was du gelernt hast. Vergiss alles. Und ich habe mich gefühlt wie Paulus, als er sagte, und ich hatte keine Ahnung vom Wort Gottes. Also mich hat der Heilige Geist, wirklich der Heilige Geist, gelehrt. Gelehrt und erfüllt sozusagen mit dem Wort Gottes. Heute verstehe ich, warum die Bibel so wichtig ist. Früher konnte ich sie nicht mal lesen oder anfassen, geschweige denn verstehen. Aber diese Offenbarung zu sagen, wir lassen uns wirklich vom Licht, von der Liebe erfüllen, weil nur so können wir das auch tun. Nur, wir können es nur durch den Heiligen Geist tun, für unsere Feinde zu beten. Wie viele Menschen höre ich, die sagen, das kann ich nicht, der hat mir dies oder jenes angetan, aber die Vergebung schafft Freiheit. Das sagt ja, das ist ja in der Welt auch schon mal angekommen, dass Vergebung wichtig ist. Aber was Jesus für uns getan hat, ist so voller Liebe, so voller Hingabe, so voller Demut. Und gleichzeitig bringt es uns, wenn wir es ergreifen können, bringt es jeden Menschen eben aus Liebe zur Umkehr, aus Liebe zur Buße, weil er hat es für uns getan, nämlich das, was wir nicht tun konnten und das, was wir nie geschafft hätten, hat er für uns gemacht. Also er ist niemand sein Verlierer, sondern er hält den Schlüssel zum Totenreich in der Hand. Und was bedeutet das für uns, die wir ihm nachfolgen, dass wir genauso sind und genauso sein können durch den Heiligen Geist, so wie er ist, so sollen wir in dieser Welt sein. Also können wir ja gar nicht uns anpassen. Also das geht ja gar nicht mehr. Und das macht der Heilige Geist in uns. Und da beten wir jeden Tag ja auch für die Menschen in dieser Welt, dass sie diesen Geist empfangen mögen. Dass sie erstmal wirklich zum Vater aufblicken und sagen, Vater, du bist real. Du bist da wirklich. Ja, so wie Julia gesagt, du kannst es nicht allein schaffen. Da war dieses Licht, das war Ruhe, da ist auf einmal Frieden. Und das ist ein Gefühl, was ich jedem Menschen wünsche. Wirklich jedem Menschen. Und jedem, egal wo er gerade steht, das zu erfahren und zu sagen, Jesus, ich verstehe jetzt und ich kann dich annehmen. Ich kann dich annehmen, weil indem ich zu dir komme, ist der Sieg auch in meinem Leben. Dein Sieg, Jesus, ist auch in meinem Leben. Und das ist etwas ganz, ganz Erfüllendes, etwas, was wir nie durch unsere Werke schaffen können. Wir können es wirklich nicht. Und das habe ich so auch erfahren. Wir erfahren es jeden Tag. Und Gott führt uns eben auch in Aufgabenbereiche, die Welt eben nicht schaffen kann. Deswegen heißt es ja, in Gott ist alles möglich. Ja, dem Menschen ist es unmöglich, aber in Gott ist auf einmal alles möglich. Und das sind ja Botschaften, die wir auch in der Schrift lesen und die wir durch den Heiligen Geist endlich auch in unser Herz bringen können, und der Same kann aufgehen. Ja, das ist fruchtbarer Boden. Ja. Das ist so wunderschön, weil wir haben einen tiefen Frieden in uns. Und ja, wenn ihr wüsstet, wo wir jetzt gerade sind, ja, wir sind in der Mutter-Vater-Kind-Einrichtung untergebracht worden. Und ich habe hier wirklich eine tiefe Liebe zu diesem Haus, zu allem, zum Personal, zu den Menschen, die hier arbeiten, weil sie ihr Gutes tun wollen. Und das ist ihre Absicht. Weil, ne, manche können das noch nicht sehen, was dahinter steht. Und ich weiß, ich habe gelernt zum Beispiel dadurch, dass mein Zuhause dort ist, wo Jesus ist. Und deshalb kann ich mittlerweile überall glücklich sein. Wir haben viel erlebt in den letzten Jahren. Mein Mann, meine Kinder und ich. Viele haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, was macht ihr da? Was tut ihr da euren Kindern an? Und in Wahrheit tun wir denen nichts an. Genau. Sondern wir gehen einen Weg, der für uns nicht anders möglich war. Und wir sehen auch die Geschenke, all die Geschenke, die wir bekommen von Gott. Er hat uns so oft auch in den Situationen dann wieder so beschützt. Und das ist das, was man echt erkennen darf, dass er ganz nah bei uns ist. Und ich habe mich oft auch dann gefragt,
und auch Zweifel gehabt, mache ich wirklich alles richtig, tue ich wirklich das Beste für meine Kinder. Ich habe mich immer und immer und immer wieder hinterfragt. Aber wenn der Heilige Geist mir manche Sachen gesagt hat, die sehr krass waren für mich, aber ich konnte es nicht anders tun. Ich konnte es nicht. Ich konnte meine Tochter nicht wieder zur Schule schicken, nur weil da ein Brief reinkommt und sagt, sie müssen. Ich konnte es nicht. Meine Tochter wollte nicht, ich wollte nicht. Und da frage ich mich wirklich, ja, welche Menschenrechte, ne, wo sind die geblieben? Und ja, und das sind die Dinge, dass man einfach wieder erkennen darf, mit Jesus hat man Frieden und ist dort glücklich, ja, wo man eben gerade ist. Man darf das annehmen, was man hat. Und es steht ja auch geschrieben, das ist ja auch eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, Gott Vaters an uns, nämlich dass er, wenn wir in Christus sind, alles, egal wie es aussieht, zum Besten für uns verwendet. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, dass wir uns nicht verstecken müssen vor Herausforderungen, sondern dass wir, wenn wir dem Heiligen Geist folgen, die Verheißung haben, das Versprechen haben, dass alles gut wird und alles noch viel besser ist. Alles, was wir verlieren, kriegen wir mehrfach. Ja, zurück. Und das ist eben das, wir haben immer so Angst, wir Menschen haben so diese Veranlagung in uns, Dinge zu vermeiden. Das ist ja auch das, was von der Welt so missbraucht wird, dass wir die Veranlagung haben, Gutes zu tun, Dinge zu vermeiden, ja auch unsere Liebsten zu behüten. Aber wir sind eben in einer Zeit angekommen, in der Gott Zeugnisse will durch uns, in der er sich offenbaren will durch uns. Und wenn wir uns dem hingeben, dann kommen wir ins verheißene Land. Also so wie das Volk Israel, aber ohne Umwege, ohne dass wir warten müssen, weil wenn wir nicht folgen, wenn wir der Stimme nicht folgen, was erwartet uns dann? Das ist ja immer das, wo wir hinschauen, und das ist auch das, wo wir auch gemeinsam auch durchgegangen sind. Ich habe ja alles miterlebt. Ich habe alles miterlebt, die Bedrängnis, die ihr hattet und all diese Dinge. Aber was ich auch erfahren habe in meinem eigenen Leben, auch ich habe ja viele Dinge und erlebe auch heute, ja, jeden Tag größere Herausforderungen. Aber was wir erfahren, was wir gemeinsam erfahren, was ich erfahre, was ihr erfahrt, ist ja, dass tatsächlich in Jesus Christus Friede ist. Dass tatsächlich in Christus diese Offenbarungen da sind, dass man wieder sehen kann, wo geht es hier eigentlich hin? Wem dient das Ganze eigentlich? Was ist nämlich der Sinn dahinter? Weil was ich nicht hatte, war ein wirklich tiefes Verständnis von meinem Sinn im Leben ohne Jesus. Hatte ich das nicht. Und ich glaube, das geht euch ja ähnlich. Herr Volker, der hat es mal so schön gesagt, dass er in Jesus endlich den Sinn wiedergefunden hat. Und ich glaube, das ist das, warum viele Menschen einfach auch in der Esoterik, New Age, Spiritismus gefangen genommen werden können, weil wir nach diesem Sinn suchen, weil wir einfach so diesen Frieden auch suchen, den wir nur in Jesus finden können. Also, was mir unglaublich wichtig war, ist, ich habe immer nach was gesucht, was eindeutig ist. Klare Sprache, die Wahrheit eben, ne, Gott ist Gnade und Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und vorher war alles mal so schwammig, ja, es gibt diese Lösung, es gibt diese Lösung, die. Und dann kommt die Bibel und Gott sagt, so ist es. Also auch das klare Wort und dann natürlich auch die Liebe, die alles verändert, die lebensverändernd ist. Aber auch das klare Wort, Gott sagt, so ist es. Und vor allen Dingen auch nochmal, was ich beim Seminar gesagt habe, weil ich dieses unglaublich wichtig finde, ist der Absolutheitsanspruch Jesus Christus, den er ja von sich behauptet, den er in diesen Raum stellt, der ist für manche Menschen der größte Trigger überhaupt, weil ihm wird in der Welt wahrgemacht, du darfst aussuchen, wie du willst. So ungefähr zwischen Schokolade, Himbeere, Vanille und dies. In echt aber gibt es nur die Wahl zwischen Himmel und Hölle und Jesus. Jesus, wenn Gott ja unser Schöpfer ist, dann kann Jesus nur die Wahrheit sein. Und das ist für viele unerträglich, weil dieser Gemischtwarenladen, dieses Weltlichen, jedem suggeriert, na, nee, das geht jetzt nicht. Also ich wusste schon immer, ein Mensch hat doch die freie Wahl. Natürlich hat er die freie Wahl und den freien Willen. Aber die Heilsgewissheit, das Heilsversprechen, kann kein Buddha, kein Allah, kein Hinduismus, kein spiritueller Führer, keiner kann dir das geben. Nur Jesus kann dir die Ewigkeit geben. Und die Ewigkeit kann man schon im irdischen Leben erfahren, wenn man sich für Jesus Christus entscheidet, weil Jesus die Wahrheit ist. Es gibt keinem anderen, dem man mehr glauben kann als ihm, weil er ohne Sünde ist, weil er rein ist und weil er die Wahrheit selbst ist.
Also viele reden ja von der Wahrheit, zum Beispiel, wenn man sagen würde, die Kaffeekanne ist rot. Viele vertauschen diese irdische, diese illusionäre Wahrheit. Aber für mich bedeutet eigentlich die Wahrheit nur eins. Das Wort Gott. Gott ist Wahrheit und Jesus ist Wahrheit. Und da steckt so viel Tiefe drin, die mir bewusst geworden ist, die dann in die Bibel führt zum Wort Gottes. Manche Menschen denken aber einfach, ja, es gibt so viele verschiedene Wahrheiten. Nein, die Wahrheit wird ja erst durch die Bibel, durch das Wort Gottes kommt die wirklich in jemand, weil Gott unser Schöpfer ist. Viele werden ja zum Beispiel, muss ich eine ganz klare Lanze jetzt nochmal brechen, wo wir hier im Interview sind und das offen aussprechen ist. Wir haben uns zusammen dagegen entschieden, mit Gott zusammen, unser Kind nicht zur Schule zu schicken, weil die Schule ganz klar eine Institution ist und auch die Schulpflicht erfunden wurde, um den Geist der Kinder zu brechen, weil in der Schule nicht über Jesus geredet wird, weil nicht über die Schöpfung geredet wird, aber nicht in diesem Sinne, als wenn sie das allgemein Gültige ist, durch das wir entstanden sind, sondern die Evolution erfunden wurde, um abzulenken, die Darwin'sche Evolutionstheorie, die Urknalltheorie, alles erfunden wurde, um von Gott abzulenken. Weil wenn Gott unser Schöpfer wäre, dann müsste die Bibel das Hauptbuch der Schule sein. Muss ich für Gott einfach diese Lanze brechen, weil ich finde, dass das die Wahrheit ist und die muss in die Öffentlichkeit kommen, damit die Leute erfahren, warum wir diesen Weg gehen, warum wir in dieser Situation sind und warum wir aber auch wissen, warum uns Jesus durch dieses Leben leitet und wir alles hinter uns gelassen haben, unsere Wohnung, unsere ganzen materiellen Sachen haben wir hinter uns gelassen und wir folgen Jesus. Und ich möchte jeden Menschen da draußen, der mich hört, Mut machen, Jesus zu folgen, weil die Bibel ist ein Beweis, dass sie echt ist, weil sie mein Leben verändert hat. Und das ist Beweis genug, dass jeder zu Jesus kommen kann, dass er immer wartet auf euch, auch wenn ihr sagt, Gott würde euch strafen, stimmt nicht. Kommt zu Jesus, probiert es einfach aus, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Nein, niemand wird enttäuscht werden. Niemand Wir ist. dürfen eine Bibelschule für Kinder gründen. Ja, Ja, genau. Eine wunderbar. Bibelschule, wo Nicht Kinder. nur für Studierende oder Erwachsene, Ja. sondern für Kinder. Für Kinder. Für Kinder. Für alle Menschen. Es braucht einfach dieses Wissen, Genau. das Wort Gottes, Jesus, wirklich überall, geht hin und verkündet das Evangelium auf der ganzen Welt. Da sind die Kinder nicht ausgenommen. Und es geht auch darum, Jesus hat ja gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, also er hat uns so viel gegeben. Jesus hat die Kinder gesegnet. Er hat nie gesagt, es ist nur für Erwachsene. Im Gegenteil, er hat sogar die Jünger und die Menschen, die die Kinder fernhalten wollten, ja, gescholten und hat gesagt, geht, bringt sie zu mir. Und er hat sie gesegnet. Und wir alle erfahren ja diese Schwierigkeiten, diese Herausforderungen, diese weltlichen Angriffe. Ja, und teilweise ja auch diese Verwirrungen der Welt. Also wir erleben es ja, wie auch der Teufel ja versucht hat, diese Versuchung Jesu in der Wüste Jesus zu versuchen. Und so geht uns das ja auch, dass selbst das Wort Gottes ja genommen wird, es wird verdreht, wir haben tote religiöse Rituale, wir haben wieder Verdrehung mit dem Gesetz, du musst dies und jenes tun. Dabei sagt uns das Wort Gottes ganz was anderes. Und ich möchte einfach nochmal sagen, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, wenn Gott uns etwas sagt durch den Heiligen Geist, dass wir es tun. Und egal, was die Welt uns sagt, wir müssen dem folgen. Und wenn wir Jesus als Herrn in unserem Leben annehmen, dann haben wir ihn, und so geht es mir, einfach das ist auch das, was Julia gesagt hat, wir nehmen den Jesus als Herrn in unserem Leben an, aber wir können nicht mehr tun, was die Welt von uns will, sondern wir tun das, was der Heilige Geist uns sagt. Und wenn wir das nicht tun, merken wir ja auch, dass wir eine innere Unruhe haben, dass wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, weil wir der Welt irgendwie Macht gegeben haben, aber das ist ja was wir gehen, wo wir auch gemeinsam gehen, wo wir auch ja in diesen, was so ein bisschen das, was mein Dienst ist, ja auch immer unterscheidet von dem, was ist jetzt eine Gemeinde. Nichtsdestotrotz bauen wir Gemeinde, ja auch ihr seid ja daran interessiert, Menschen zu helfen, das Wort Gottes zu geben, diese Schule, all diese Dinge. Gott hat einen Auftrag für uns und wir müssen diesem Auftrag einfach folgen. Und das ist so wichtig, dass die Menschen verstehen, was hat Jesus wirklich für uns getan. Dass es nichts mit Religion zu tun hat, im Gegenteil. Dass es eine lebendige Lebenseinstellung, neues Leben ist, gar nicht zu beschreiben mit dem, was wir in der Welt finden. Und das passt auch dazu, dass dieses, wenn
du nicht dem Heiligen Geist folgst und nicht in diesem lebendigen Glauben bist, dann ist der Glaube kraftlos. Es ist ein kraftloser Glaube, der leider fast in allen Gemeinden zelebriert wird. Ein Beispiel: Die Leute singen alle Lobpreisgesang. Und was ist im Lobpreisgesang? Da wird Gott in den höchsten Tönen gelobt und was wir alles für Gott tun würden und wie wir auf die Knie gehen. Die Menschen verlassen die Kirche und nichts passiert. Die leben nicht diesen Glauben dann. Die singen, besingen Gott in der Kirche und wenn sie rausgehen, geben sie sich dem Weltlichen hin. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich auch mitbekommen habe. Ja. Wenn man sich aber immer mehr damit beschäftigt, mit Jesus zu gehen, ist, dass man sich auch dem Weltlichen entsagt, ist das, was wir auch erfahren, ist eben dieses loszulassen, dieses Weltliche, in dem ich jahrzehntelang gelebt habe, in dieser Ablenkung, in dieser ewigen Dauerablenkungsschleife von auch Literatur, Filmen, denen wir all gar nicht mehr nachgehen. Also auf jeden Fall nicht nur reduziert, eigentlich gar nicht mehr. Und ich bin froh darüber. Und ich habe das mein Leben lang gelebt. Und ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, nach einem halben Jahr, oh, ich vermisse was. Du hast immer Musik konsumiert, ich habe Filme konsumiert und Bücher. Und habe innerhalb von einem halben Jahr alles fast weggeschmissen und weggelassen. Und jetzt stehe ich hier bei Jesus Christus. Und das Schönste ist eigentlich, seitdem ich bei Jesus Christus bin, dass ich auch nur noch bei Jesus Christus nachdenke. Das hat nicht nur mit Beten zu tun alleine oder die Bibel zu lesen. Ich lese in der Bibel, ich bete auch zu Jesus, weil es schon alleine ihn zu begrüßen, um in den Tag reinzukommen, den Tag zu beenden, um das Mahl, was wir einnehmen, zu preisen durch Jesus Christus. Aber was noch wichtiger ist, ist für mich ist, und war auch gestern im Gespräch mit dem Pastor wichtig, dass er dann auch sagte, ja, wie ist dann dein Tag mit Jesus? Sage ich, ich denke nur bei Jesus nach. Wenn ich morgens aufstehe, ob ich mir manchmal dann Angst habe davor, dass Jesus mich sieht, weil ich was getan habe, was nicht in Ordnung ist, oder ich zu wenig in der Bibel gelesen habe, oder ich ihn lobpreise, oder ich mit ihm im Dialog bin, im Geiste, wohlgemerkt, oft auch, ist eigentlich meine Gedankenwelt nur noch um Jesus Christus herum und um Gott und den Heiligen Geist und die Bibel. Und ich lese auch gerade wieder im Johannesevangelium, weil du das empfohlen hast, wenn man vom Glauben abfällt. Und ich habe vorher die ganze Zeit in der Apostelgeschichte gelesen, die mich so fasziniert hat, weil es da ja größtenteils um die Evangelisation geht. Und ich musste teilweise auch schmunzeln über manche Stellen, wie Johannes und Petrus einfach weiter predigen. Und die Pharisäer sperren die ein und die Engel befreien die wieder und die stehen wieder im Tempel. Und der oberste Pharisäer fragt irgendwie, wo sind sie denn jetzt? Ich habe sie doch eingesperrt. Ich musste wirklich mal, nicht weil ich darüber lache, du weißt, wie ich meine, so einfach durch. Gott sagt mir, der Heilige Geist, ich soll es machen. Und da sind so viele Beispiele drin, die so wirklich grandios sind in der Apostelgeschichte. Wirklich wundervoll. Ja. Es ist uns gegeben als Bedienungsanleitung, sage ich immer. So erkläre ich das auch meinen Kindern, meinem Nachwuchs. Ich sage mal, die Bibel ist unsere Bedienungsanleitung. Stell dir vor, du hast ein Lego. Du kriegst es ohne die Bedienungsanleitung, was ziemlich kompliziert ist. Viele Teile hat nicht zusammen. Aber Gott hat uns dieses Werk, die Heilige Schrift, gegeben. Das ist direkt von ihm, damit wir es verstehen, was wir in unserem Leben wie machen. Und wofür ich nochmal etwas sagen möchte, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir ja hier Vorbild haben. Wir haben ja, wie sollen wir sein? Wie sollen wir leben? Wie leben wir Gemeinde? Was sollen wir in der Gemeinde tun? Wie soll das aussehen und wie kann sich jemand, auch die Heilsbotschaft, die Heilsgewissheit, das vollbrachte Werk am Kreuz, wie können wir uns wagen, etwas zu verändern an der Lehre Jesu? Wie kann der Mensch das wagen? Und wenn wir jetzt mal hinschauen, was oft gepredigt wird, wie Auslegungen und all diese Dinge, oftmals ja im Sinne von, eigentlich sind wir vom Glauben abgefallen und jetzt suchen wir irgendetwas als Ausrede dafür, dass wir nicht für vollständige Heilung, nicht für vollständige Versorgung und all das einstehen müssen. Ja? Und das ist eben der Punkt, wo ich ganz stark immer wieder predige und immer wieder sage und immer wieder auch in den Mentorings, in den Begleitungen sage, das ist das vollbrachte Werk, das ist die Tatsache, es ist ganz einfach. Was wir hier haben, wenn wir es nicht glauben, ist es unser Problem. Wenn wir nicht glauben, ist es bei uns. Heißt nicht,
Auch wir arbeiten jeden Tag ja am Glauben. Auch ich arbeite jeden Tag wieder durch den Heiligen Geist an diesen Dingen. Und wir sind auf dem Weg. Aber die Frage ist, sind wir auf dem richtigen Weg? Und ein Millimeter daneben ist immer noch nicht auf dem Weg. Und das ist eben etwas, wo wir hingehen und sagen, und das sage ich immer wieder, nehmt nur die Heilige Schrift, nur das Wort Gottes als Leitfaden. Das ist das, worauf wir stehen. Das ist das, wonach wir leben. Und dann können wir einfach nur den Heiligen Geist empfangen. Und dann können wir einfach auch nur, weil wir darum bitten, weil wir Gott Vater darum bitten, von ihm geführt gehen. Und wir kommen nicht mehr umhin, Dinge in dieser Welt zu tun, die die Welt für verrückt erklärt, wo sie uns auch für, wirklich für verrückt erklärt. Aber das sind Dinge, wo wir sagen, wir gehen durch, wie du eben so schön das Beispiel hattest. Sie werden eingesperrt und die Engel befreien sie wieder. Nee, lasst uns daran festhalten. Lasst uns daran festhalten als Nachfolger Jesu und lasst uns wahrhaftig den Leib einmal wieder ins Leben zurückbringen. Und weil dann kann geschehen, was Gott geschehen lassen will in dieser Welt. Ja. Ja, wir spüren ja auch diese Aufgaben ganz stark, Julia und ich, dass eigentlich jeder Christ auch dazu verpflichtet ist, seinen Glauben, also zu bekennen nach außen hin. Was vielen Christen aber nur noch im Stillen ist, wo ich mich wundere, dass jemand dann so heimlich so ein Kreuz trägt. Und als wir vor ein paar Monaten eine Christin getroffen haben, bei einer Freundin, ne, da war ja so ein Erlebnis so, auf einmal sitzt da eine Christin, wie die sich gefreut hat. Da sind Christen und wir auch. Das habe ich nur einmal bis jetzt erlebt. Sonst sitzen Christen manchmal so zusammen, so, dann wird halt so ein Krampferlebnis, über Jesus zu reden. Richtig krampfig, dieses so, Ja. ja, Jesus auch in der Mutter-Kind-Gruppe, wo wir waren. Da dachte ich gehe jetzt in eine Gemeinde, um über Jesus zu reden, eigentlich. Und da wird Jesus richtig vermieden, so. Also haben wir eben erlebt, kann ich drüber reden. Und dabei ist mir doch so wichtig, mit Menschen über erstmal ihre Erlebnisse mit Jesus zu reden, über den Glauben in Jesus Christus und über das Wissen über Jesus Christus sich auszutauschen. Ich bin so begierig danach und dann ist man oft enttäuscht, dass man eine Gemeinde besucht, nachher Kaffee trinkt und da wird dann nur über weltliche Dinge gesprochen. Natürlich macht man das auch, das ist ja jetzt von mir keine Verurteilung, aber ich dürste danach mit Christen über Jesus zu reden. Über was sollte ich denn sonst reden, mir? Mal ganz ehrlich, mir ist danach. Mir ist das nicht Alibi, ich gehe mit Jesus, aber sonst unterhalte ich mich am liebsten über mein Auto oder so. Nein, Jesus Christus ist der wichtigste Inhalt. Und die Bibel zu lesen ist, wie du schon sagtest, jedes Mal lese ich gerade die vier Evangelien, sind ja so aufgebaut, dass jeder, der das erste Mal liest, denkt sich so, das ist doch fast alles das Gleiche. Ja. Die Sachen sind aus einer anderen Perspektive geschrieben. Und Matthäus schreibt ja auch mehr für die Juden. Und Markus schreibt aus einer anderen Perspektive. Johannes und Lukas. Aber ich habe trotzdem gemerkt, umso öfter ich die Worte wieder lese, gehen die sofort anders rein. Zum Beispiel war wichtig Johannes Evangelium. Jesus sagt zu Nikodemus, du kannst nur, wenn du neu geboren wirst, und Nikodemus fragt, wie im Alter soll ich in den Schoß meiner Mutter zurück und neu geboren werden? Und Jesus sagt, nein, du wirst im Geist neu geboren. Nur wenn du aus Wasser und Geist neu geboren bist. Und dieser Satz habe ich jetzt erst verstanden. Julia und ich haben uns immer gefragt, Wasser und Geist, was ist denn damit gemeint? Ich denke zurück an die Schöpfung, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Da kam ich aber nicht dazu. Und dann wird mir bewusst, ja, die Taufe im Heiligen Geist und die Genau. Wassertaufe sind beide, hat mir auch gestern der Pastor nochmal gesagt, unendlich wichtig. Beide Taufen Ja. sind als Bekenntnis zu Gott, also nochmal die Wassertaufe, wie du ja so schön gesagt hast, damit die Menschen sehen, ja, hier bekennt er sich. Und dann muss ich auch nochmal eine schöne Geschichte erzählen von gestern vom Pastor, die ich sehr schön fand, war der Pastor mit neun Jugendlichen an einem Ausflug am Baldeneysee See bei uns hier in der Nähe. Und dann sagte er, der Heilige Geist sagt mir gerade, ich soll taufen. Es war also Sommer gerade. Und dann bekannten sich sechs Jugendliche dazu und sagten, wir machen mit und drei nicht. Und dann hat er die mal eben so getauft, weil der Heilige Geist ihm das gesagt hat, spontan. Und die Eltern waren sauer, weil die nicht bei der Taufe dabei sein konnten. Da sagte er auch, bin ein gutes Beispiel dafür, ist mir egal. Der Heilige Geist hat mir gerade gesagt, das soll ich tun. Und das hat mich beeindruckt, dass
dass auch der Tagesablauf nur noch nach dem Heiligen Geist entsteht, egal was die Welt, also die weltliche Meinung dazu ist, was gerade irgendwie ansteht, angeblich in diesem weltlichen Rat. So, die Bibel als unumstößliche Wahrheit, man sollte nie darüber hinausdenken, über diese Schrift, sondern die als jedes Wort, jeder Buchstabe, muss ich jetzt also nicht übertreiben, sondern wirklich sagen, jeder Buchstabe ist wahr. Ganz genau. Jeder Buchstabe der Bibel ist wahr, ja. Ganz genau. Trachte zuerst nach dem Himmelreich. Gott wird alles andere dazu tun. Und das ist der, ich denke, das Wichtigste heute auch nochmal als Botschaft, trachte zuerst nach dem Himmelreich. Wer sucht, der wird finden. Wer klopft, dem wird aufgetan. Es ist einfach Gottes Versprechen an uns, aber ob wir es annehmen können, das liegt ein Stück weit daran, wie frei wir tatsächlich im Willen sind. Und deswegen beten wir ja, wie gesagt, auch immer für Nationen, für die ganze Welt, dass der Heilige Geist sich so, dass Gott sich so offenbaren möge. Und leider ist es für viele einfach in dieser Drangsal, leider ist für viele die völlige Zerbrochenheit ja fast schon notwendig. Andere, die es schon ja gar nicht mehr können, wir sind nicht müde im Geist und im Fleisch wirklich zu beten und Gott zu danken für diese große, wunderbare Offenbarung und vor allen Dingen durch das Geschenk, nämlich die Gnade, die er uns in Jesus Christus zuteilwerden lässt. Wir haben noch so viel zu erzählen, wir könnten dieses Video ausdehnen. Stunden, Stunden. Es gibt so viel zu berichten. Wir haben so viel Zeugnis zu geben. Aber ich denke, so als erstes würde ich sagen, reicht das? Was wir den Menschen mitgeben, waren die wichtigsten Botschaften, sind einfach drin. Und habt ihr, Volker, Julia, wollt ihr denn noch was mitgeben zum Schluss, ein Schlusswort? Weil ich denke, dass es vielleicht nochmal so ein Aufruf sein kann, zu sagen, hey, Gott ruft dich. Wenn du dieses Video gesehen hast, Gott ruft dich. Er möchte dich durch das Nadelöhr ziehen. Er möchte. Was du daraus machst, ist deine eigene Entscheidung, der freie Wille. Das sage ich ja auch immer zu allen Menschen, die auch zu uns in das Mentoring, in den Dienst, die unsere Dienste in Anspruch nehmen. Es geht immer nur darum zu sagen, Gott zwingt dich nicht. Aber er steht mit offenen Armen da und sagt, ich warte auf dich, mein Kind. Ja. Ganz genau. Und er wartet, solange bis du kommst. Und die Liebe, die macht's. Ja, wir sehen das hier gerade und ich sehe jeden Tag, wie viel Liebe ich mir meiner Familie gebe und wir werden auch nicht müde. Wir werden das immer und immer tun. Ich weiß genau, warum wir hier sind, damit die Menschen erkennen, damit sie erkennen, was los ist und bereit sind hinzuschauen und ja, und nur die Liebe macht keinen Vorwurf, keinen Widerstand, nur die Liebe. Das möchte ich mitgeben. Das ist das Wichtigste, die Liebe. Genau. Gottes Liebe. Was ich mitgeben möchte, ist, dass ich eher vielleicht einen Vergleich gerne mal euch geben möchte, ist, dass Gott euer Schöpfer ist und euer Vater. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt Vater einer Tochter und würdet die 20, 30, 40, 50, 60 Jahre nicht sehen, nicht mit ihr sprechen. Und so muss sich Gott fühlen, wenn ihr nicht zu ihm kommt, wenn ihr ohne, also getrennt vom Vater lebt, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben. So fühlt sich Gott. Und er ist sehr traurig darüber, dass ihr nicht zu ihm kommt. Und er wartet immer. Lasst euch nicht einreden, dass Gott böse auf euch ist, nur weil ihr nicht zu ihm kommt. Er wartet auf euch. Und er wartet auch auf jeden, ist egal, wie schlimm die Taten in seinem Leben waren. Er wartet auf euch. Und Jesus Christus ist Liebe und ist die Wahrheit. Und jeder, wenn du zu Christus kommst, ist es einfach nur ein Gewinn. Ich kann euch sagen, es ist ein Gewinn. Du kannst gar nichts falsch machen. Komm zu Jesus, tu Buße, kehre um, bekenne dich zu ihm, nimm den Heiligen Geist in dir auf und komm zu Jesus Christus und lebe wahrhaftig, wie ich mit meiner Familie, mit meiner Frau, die auch durch Jesus und den Heiligen Geist mir so viel Liebe gibt und mich auch aufbaut, weil ich auch oft am Hadern bin mit mir und Gott und trotzdem weitergehe und durch Schmerz gehe und durch Widrigkeiten. Aber weil ich immer weiß, wenn ich irgendwann aufwache, dass Jesus bei mir ist, wenn ich mir das klar mache, dann findest du Frieden in deinem Herzen. Amen. 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 Gut, ich danke euch. Ja, und vielleicht kommt die Zeit, wo wir wieder ein Video gemeinsam machen. Ich denke, wir haben so viel zu sagen. Ja. Und auch, ja, und danke für eure Zeit. Danke, dass ihr ja den Menschen einfach dieses Zeugnis gebt und ja, das Bekenntnis dahinter.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, gerne. Immer wieder fragen mich Menschen, Miriam, was kann ich tun? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wie komme ich in deine Begleitung? Wie kann ich in die Gemeinschaft im Background in der Akademie? Wie kann ich dazu kommen? In den Beschreibungen der Videos findest du die Links. Aber schau dich gern um. Ruf uns an, kontaktiere uns, buche dir ein kostenfreies Seelenmentoring. Eine kostenfreie Heilreise, eine Art Seelsorge, die dich wieder verbindet, die dich wieder die Stimme Gottes hören lässt. Und sei gern Teil der Reise, der 22-Tage-Reise, Divine Manifestation, lebe aus der gottesreichen Quelle. Oder aber informiere dich in dem Seelenmentoring über die Kurse, die dir in der Akademie zur Verfügung stellen. Wir geben Lehre, wir schaffen ein Gemeinde- und Heilzentrum und es wird noch so viel mehr entstehen. Also werde Teil, abonniere unseren Newsletter und sei unbedingt dabei auf dieser Reise. Werde Teil Christi, zum Leib Christi. Sei der Arm, der Fuß, der Finger, der Mund, das Auge. Denn all das möchte gelebt werden. Gott möchte durch dich in diese Welt kommen. Amen.